Wir sollen hier diese Größen in diese neuen Einheiten ausdrücken. Am einfachsten ist, man erstellt solch eine Einheitentabelle und da es sich hier um Flächeninhalte handelt, sehen wir jedes Mal die Hochzahl 2. Und wenn die Hochzahl 2 in den Einheiten vorhanden ist, dann bedeutet das, dass wir alle einzelnen Spalten jeweils in 2 Spalten zerlegen müssen. Also so. Wir sehen zum Beispiel hier für Quadratdekameter, in diese Zelle gehört die 1er-Ziffer hinein und in diese Zelle gehört die 10er-Ziffer hinein. Dann schauen wir hier für 675 Quadratdekameter. Diese 5, das ist die 1er-Ziffer von 675, also schreiben wir die in diese Zelle der 1er-Ziffer für Quadratdekameter ein. Also hier schreiben wir die 5, hier die 7 und hier die 6. Also so. Wir lesen 675 Quadratdekameter. Und es wird gefragt, wie viele Quadratmeter sind das? Also füllen wir diese Zahl weiter aus mit Nullen, bis wir in die Einheitszelle der neuen Einheit Quadratmeter gelangen. Also füllen wir hier aus mit 2 Nullen und lesen jetzt diese Zahl, für die diese Null die Einheitsziffer ist. Wir lesen also 67.500, was also bedeutet 675 Quadratdekameter, das sind 67.500 Quadratmeter. Jetzt diese Zahl, 0,128 Quadratmeter. Die eine Ziffer der Zahl ist die 0. Die schreiben wir also in diese Zelle hinein, denn da gehört die eine Ziffer für Quadratmeter. Also tragen wir diese Zahl so ein. Wir lesen 0,128 Quadratmeter. Und gefragt wird, wie viel Quadratkilometer sind das? Also füllen wir hier diese Zahl aus mit lauter Nullen, bis wir in die 1er Zelle für Quadratkilometer gelangen. Also so. Und jetzt lesen wir diese Zahl, für die diese 0 die 1er Ziffer ist. Wir lesen 0, es folgen 6 Nullen und dann 128, was also bedeutet 0,128 Quadratmeter, das sind 0, es folgen 6 Nullen und dann die 128 Quadratkilometer. Jetzt diese Zahl. Wir sehen 54 Quadrathektometer. Diese 4 tragen wir also in die 1er Zelle von Quadrathektometer ein. Das heißt dahin, da gehört die 4 und links davon die 5. Also so. Es wird gefragt, wie viele Quadratmeter sind das? Also füllen wir hier aus bis in die 1er Zelle von Quadratmeter. Wir füllen das jeweils mit Nullen aus. Jetzt lesen wir diese Zahl, wo diese 0 die 1er Ziffer ist. Wir lesen also 540.000, was bedeutet, dass 54 Quadrathektometer 540.000 Quadratmeter sind. Jetzt noch diese Zahl. 1000 Quadratzentimeter, die 1er Ziffer, diese 0, setzen wir also in diese Zelle hinein, 1er Zelle für Quadratzentimeter. So, wir lesen hier 1000 Quadratzentimeter. Und gefragt wird, wie viel Quadratdezimeter sind das? Also füllen wir aus mit Nullen bis in diese 1er Zelle, aber das ist schon gemacht. Wir brauchen hier keine zusätzlichen Nullen einzutragen und lesen sofort ab 10 Quadratdezimeter. Also 1000 Quadratzentimeter, das sind 10 Quadratdezimeter.